Yo, yo, yo! Willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 9. Es geht weiter. Ich habe erfahren, dass die Kammer aufgeschlossen wurde, in der Steiner verbarrikadiert war. Holen wir ihn doch mal ab. Bist du nicht so alt, um mit Puppen zu spielen? Schweig, Kerl! Ich mache mir Sorgen um das Wohlergehen der Prinzessin. Das ist alles. Das alles ist einzig und allein eure Schuld. Weil ihr zwielichtigen Gestalten eine Entführung planen musstet. Ich werde keine Gnade kennen, sollte der Prinzessin etwas zugestoßen sein. Reg dich nicht so auf. Ich hatte sowieso jetzt vor, die Prinzessin zu retten. Und ich könnte Hilfe gebrauchen. Wenn du mir versprichst, nicht rumzunerven, nehme ich dich mit. Also, was sagst du? Solchem Diebesgesindel wie euch kann ich nicht trauen. Wer weiß, was ihr wieder im Schilde führt. Mach dir nicht ins Kettenhemd. Die Entscheidung habe ich alleine getroffen. Mit der Tantalus hat das nichts mehr zu tun. Die Prinzessin retten. Das ist alles, was ich möchte. Potzblitz! Kann ich deinen Worten Glauben schenken? Wenn ich auch nur den geringsten Verdacht hege, werde ich dich an Ort und Stelle entzweispalten. Wow! Dann ist ja alles gebongt. Hoffentlich bist du auch nützlich. Hast du verstanden? Auf gar keinen Fall habe ich dir verziehen. Ist ja schon gut. Nun gut. Dann lass uns den Schwarzmagier fragen, ob er uns nicht auch seine Kräfte leiht. Vivi? So ist es. Die schwarze Magie von Meister Vivi war gegen dieses Monster äußerst effektiv. Ich möchte ihn da zwar nicht unnötig hineinziehen, aber es gilt, die Prinzessin zu retten. Und dafür benötigen wir die Kräfte von Meister Vivi. Gute Idee, wir sollten ihn gleich fragen gehen. Was habt ihr eigentlich alle gegen mich? Ich meine, die Prinzessin hat sich entführen lassen. Es war zwar geplant, dass wir sie entführen, aber es kam halt doch ganz anders. Äther erhalten, oh yeah. Oh yeah. So, dann gehen wir mal Vivi fragen. Natürlich möchte... Oh, da ist noch eine Kiste, die ich vergessen habe, sehe ich gerade. Hier, ist noch eine Kiste. Mit einem Äther. Meine Güte, wie konnte ich das denn übersehen? Was ist das hier für ein komischer Typ hier? Ja. Schon gut. Hier sind wir, Vivi. Wir starten unseren Plan, die Prinzessin zu retten. Gut, aber seid bitte vorsichtig. Wir möchten, dass du auch mitkommst. Ich? Aber ich werde euch bestimmt nur ein Klotz am Bein sein. Mitnichten. Die Magie von Meister Vivi war äußerst effektiv gegen das Monster. Ihr seid eine weitaus größere Hilfe als diese halbe Portion von einem Räuber hier. Aber ich traue mich irgendwie nicht. Außerdem konnte ich mich auch vorhin schon vor lauter Angst kaum bewegen. Es ist für die Prinzessin. Und nicht nur für die Prinzessin. Auch für das gesamte Königreich Alexandria benötigen wir eure Hilfe. Wenn du Verantwortung spürst, handle. Das ist es doch, was einen Mann ausmacht, oder, Vivi? Na los, lass uns Prinzessin Garnet aus den Fängen des Monsters befreien. Na gut. Ich versuche euch nicht im Weg zu stehen. Wir stehen in eurer Schuld, Meister Vivi. Übrigens, Meister Vivi. Ja? Als ich euren gekonnten Umgang mit der schwarzen Magie sah, kam mir ein Gedanke. Magieschwert? Okay, ich werde es versuchen. Ja, das Magieschwert, auch ein Feature im Kampf jetzt, ein neues, beziehungsweise neue Angriffsmöglichkeiten eröffnen sich mir. Werde ich auch gleich mal demonstrieren. Ich werde meine Gruppe auch gleich ein bisschen leveln erstmal. So, hier gibt es nichts mehr zu holen, raus hier. Nein. Alter Angeber, hast dich total in die Kleine verschossen, was? Ich kann ein Mädchen in Not nicht einfach im Stich lassen. So bin ich nun mal. Was bist du für ein Hecht? Ich glaube, mein Frühstück kommt mir gleich wieder hoch. Aha. Dir passt es wohl nicht, dass ich mich mit Prinzessin Garnet anfreunde, oder? So ein Schwachsinn. Daran habe ich kein Interesse. Hier, nimm das mit, Sidan. Ich brauche doch keinen Liebestrank. Noch mehr Frauen und ich muss Buch führen. Das ist kein Liebestrank, Schwachkopf. Es ist die Medizin, die die Sporen abtötet, falls ihr wieder welche abbekommt. Na, wenn das so ist, dann sag's doch gleich. Hättest du mir eben bis zum Ende zugehört, anstatt Blödsinn zu sammeln? Und jetzt noch ein Hinweis vom Chef. Ja, Abilities, das... Wie rüste ich mich nochmal mit Abilities aus, Blank? Was, das blickst du auch nicht? Wofür taugst du denn überhaupt, Mann? Unter Menü Ability anlegen kannst du dir die entsprechende Ability aussuchen. Ja, klar. Dann sieh mal zu, dass du hier nicht vor die Hunde gehst, Blank. Hoffentlich muss ich deine Visage nie wiedersehen.
Die beiden haben sich lieb. Die haben sich lieb. Okay, eine Kiste ist hier noch. Mit einem Lederhut. Lederhut. Okay. Ja, Abilities. Gibt es in Final Fantasy 9 natürlich auch. Anlegen. Und zwar diese Abilities sind mit den Rüstungen verbunden. Zum Beispiel das Silenquidea hat die Abilities Räuberauge und Tschüss. Sobald ich die Waffen wechsle, bekomme ich auch neue Abilities. Beziehungsweise werden neue Abilities dazu gewonnen. Man muss sie allerdings lernen. Also man kriegt Ability Points nach dem Kampf und unten sieht man ja die Fortschrittsanzeige. Wenn die Abilities komplett erlernt sind, dann kann man andere Waffen anlegen, um neue Abilities zu erlernen. So, da haben wir jetzt Tontauben und Pestizid. Fügt insektenartigen Monstern immensen Schaden zu. Bestientöter. Ja, das war's erstmal. Und Tontauben. Fügt fliegenden Monstern Schaden zu. Und soweit ich weiß, gibt es in diesem Wald keine Bestien und keine fliegenden Gegner. Ach doch, fliegende Gegner gibt es. Na doch, ein Bestien glaube ich auch. Na gut, legen wir einfach mal alles an. Man hat nur eine gewisse Anzahl von diesen Kristallen. Und ja, jetzt habe ich noch 8 von 17, beziehungsweise 8 noch frei. Also kann ich noch insgesamt 8 Ability Points verschwenden. Aber gut, ich habe jetzt nichts mehr zum Anlegen. Was haben wir hier? Kavalier, nimmt weibliche Charaktere in Schutz. Auch bei einer Flucht erhält man Gil. Ja. Na gut, dann werde ich mal Kavalier anlegen. Vivi hat noch nichts. So. Okay, er hat das Malchus. Das Falchion ist natürlich stärker mit der Kraftklinge. Bestientöter ist allerdings noch nicht gelehrt. Ah ja. Na gut, der ist schlechter. Kann aber auch Kraftklinge. Wie gesagt, also man muss halt die Abilities erlernen. Bronzefäustling. Erlerne ich Gift und Galle. Da habe ich nichts. Da habe ich nichts. So. Nein, da habe ich auch nichts. Was haben wir hier? Zauberstock. Lederhut. Armreif. Ja, der Armreif ist auf jeden Fall besser wie gar nichts. Lederhemd. Da werde ich das Seidenhemd ausrüsten, um Blitz zu erlernen. Sehr schön. So, jetzt habe ich neue Abilities bei ihm dazu bekommen. Gift und Galle. Verhindert Gift und Toxitus. Okay. Okay. So, erstmal die Position wechseln. Hier kann man einkaufen. Ich denke, ich werde meine Gruppe jetzt auch erstmal trainieren. So, ich werde mal 2 Zelte kaufen. Mehr brauche ich erstmal nicht. Und mal ein Zelt benutzen. Wie gesagt, ich werde jetzt etwas meine Gruppe trainieren. Und dann werde ich mich auf den Weg machen, um die Prinzessin zu retten. Es ist jetzt einiges passiert und jetzt beginnen wir eigentlich mit dem Spiel. Jetzt können wir endlich selber handeln, wir können kämpfen, wir können trainieren, wir können alles machen, was man eben machen kann in diesem Spiel. Jetzt beginnt es endlich nach fast 3 Stunden Spielzeit. 3 Stunden schon wieder vorbei. Mann, Mann, Mann. So. Wie gesagt, ich werde an dieser Stelle jetzt ein bisschen leveln, damit meine Charaktere ein bisschen stärker werden. Ich würde dann sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Final Fantasy 9. Dann werde ich jetzt ein bisschen eher Schluss machen. Und dann geht es das nächste Mal wieder richtig los. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy 9. Wie gesagt, mein neues Let's Play. Damit werde ich jetzt auch durchstarten. Und wir sehen uns, beziehungsweise hören uns das nächste Mal. Euer Lucifo.